Jo Leute und willkommen zum ersten Eindruck vom zweiten JPB 2018 16 Till Battle. Heute haben wir hier Zepter vs. Janakan. Und bevor es losgeht, schon mal gleich danke für den krassen Support. Die erste Folge hat einfach schon über 100.000 Klicks, also vom ersten Battle. Das ist extrem krank. Und ich sag schon mal jetzt im Vorfeld, falls diese Folge irgendwie wieder ein bisschen geschnitten werden muss oder gemutet werden muss im Nachhinein wegen Copyright oder sowas, ihr findet in der Beschreibung einen VidMe-Link und auf VidMe werden ab sofort die ersten Eindrücke komplett hochgeladen, wenn irgendwas rausgeschnitten werden muss, eben damit man sich das Ganze eben noch angucken kann und YouTube nicht rummeckern muss. Aber gut, ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr so viel rum. Wir fangen an mit der Runde von Zepter. Jetzt bin ich gespannt. Zepters Quali habe ich ja sehr gefeiert. Daneben ist auch Drino. Jetzt kriegt ne Bitch wieder Schwanz in die Kehle. Ich will Janakan nicht betteln, ich will ihm lieber Nachhilfe geben. Und sie wollten alte Namen. Intro klang, by the way, schon mal ziemlich nice eigentlich. Ich mag diesen Distortion-Filter, den er drin hatte. Und sie wollten alte Namen, bei Tamatic und Grinch Hill kam lauter Hype. Und bei dies ist, ach so, Janakan ist auch dabei. Ich glaube, das gab schon mal irgendwie als Leak so ein bisschen von ihm. Ist auf jeden Fall schon mal gleich eine coole Line, einfach weil es auch irgendwie so ist. Also alle haben gehypt, gehypt, gehypt. Da kam Janakan, der ja auch schon bekannt ist und irgendwie, ja, da war der Hype nicht so real wie bei anderen Leuten. Aber das kann, glaube ich, jeder bezeugen. Jetzt gibt es Horror auf Beats, du wirst mit Kugeln schießen, doch deine Munition ist so scharf wie die S-Lauter von Green. Punches soll dein Magazin sein. Wo hast du denn den Schwachsinn wieder her? Wenn das so ist, ist dein Magazin halt leer. Yeah. Julian schickt ne Bitch ins Rennen. Gegen mich wird die sicher flennen. Dein Hype soll Kandidaten schaden. Ja, wo ist er denn? Siehst du, wie ich das wecke, Opfer fick? Auch ohne Fehler sprichst du nur gebrochenes Deutsch, weil dein Text zum Kotzen ist. Warum war die Grammatik in deinen Texten so kacke? Hast du dir damals wie Lasker von Timetic etwas helfen gelassen? Helfen gelacht. Finde ich super, gleich mal den Einstieg. Er float richtig gut und solide, das kann man sich richtig gut geben. Ab und zu kommt mal wieder eine gute Line, wie generell eigentlich bisher jede Line auf jeden Fall solide, kann man alles bringen. Gefällt mir. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du dir damals wie Lasker von Timetic etwas helfen gelassen? Du Hurensohn! Im JNC waren Fehler, man, seit wann wird man belohnt, wenn man was macht, das eigentlich jeder kann. Ich leg nen Döner auf das Grab von Janakan. Jetzt ist für ihn für immer Ramadan. Er liegt im Regen, weil ich auf seine Leiche pisse. Darauf erstmal ein Schweineschnitzel. Nice, also generell, ich finde, das ist wieder die gleiche Tonlage wie auch schon in der Hook von der Quali. Ich feiere Zepters Tonlagen in Hooks übel. Finde ich richtig musikalisch hier wieder. Und deine Face Design ist beachtlich. Deine Nase hat ne Flügelspannweite von 2,80 Meter. Hey, was ist Janakan für ne Ho? Die Exports ist nicht nach Holland, sondern in deine Nase geflohen. Riesiger Zinken, darin können viele verschwinden. Aber Vorsicht, wirst du hochnäsig, kippst du nach hinten. Ich fick deine Schwester. Ist auch eine gute Line, wirst du hochnäsig, fliegst du nach hinten. Aber generell finde ich Janakans Nase jetzt nicht so krank, dass man wirklich viele Lines bringen kann. So klar, das ist ganz lustig, aber Zepter sollte jetzt nicht übertreiben, so echt. Also wenn jetzt der ganze Part über die Nase geht, dann ist es ein bisschen too much, glaube ich. Doch den Ehrenmord gibt's sicher nicht, denn ich hab hier trotz allem ehrenvoll ins Gesicht gebissen. Mit Neos Fuchtelstempel wird das hier kein hartes Battle, denn du schlägst nicht, sonst würdest du dir einen Nagel brechen. Machst du Terroratmann, ist dir gut angesehen, denn nur du lässt den Schmink auf am Flughafen stehen. Hier geht er nochmal ein bisschen so auf diese, wie kann man das nennen, auf den Etipetete, heißt das so, auf diesen besonderen Look von Janakan, der sehr perfektionistisch erscheint, ein und macht auch eigentlich ganz gut. Janakan, du spielst meine Vergangenheit, weil ihm die Punches fehlen. Und finde genau deine Video, in dem es um Grammatik geht. Das ist schon echt hart, wenn du mit deinem Deutsch sogar ein noch größeres Opfer bist als ich vor 6 Jahren. Ich leg nen Döner. Wer das nicht versteht, Zepter war vor 6 Jahren schon mal bei einem Video von Julians Blog dabei, bei so einem kleinen und, ja, das war sehr interessant. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Größeres Opfer bist als ich vor 6 Jahren.
Ich leg nen Döner auf das Grab von Jana Khan. Jetzt ist für ihn für immer Ramadan. Ist halt sauchillig, die Hook. Er liegt im Regen, weil ich auf seine Leiche pisse. Darauf erstmal ein Schweineschritt. Ausragende Rapper, ein aussagender Texter, der mit deiner Frau in deinem Haus schlafe. Der Checker verbrennt dich in deinem graufarbenes Wetter, während du deinen mangelnden Skill hinter der Hautfarbe versteckt, das doch hier. Wer das nicht versteht, der parodiert gerade so ein bisschen den Text von Jana Khan, ich glaube aus dem JMC, aus der Quali vielleicht. Ich glaub schon. Das Ausnahmetalent, das mit Aussagen, das Textblatt verbrennt. Jeder Faustschlag ist ein Treffer. Willst du flüchten, schieß dich mit deiner Raumkapsel ins Weltall. Es ist der dich blauschlagende Zepter. Alle, die nicht an mich geglaubt haben, wegen Hautfarbe. Baubacke. Nein, du bist nicht schlecht, nur Nazis von dich auf, ey. Wann realisierst du weinerliche kleine Bitch denn eigentlich? Das liegt nicht an der Farbe, sondern darin, dass du scheiße bist. Aber du bist beim Aussuchen überlegen. Ist ja super nice, deswegen fliegst du jetzt zum dritten Mal in Runde 1. Du hast mich nach der Paarung sicher draußen gesehen. Doch du checkst meine Runde und postest sofort wieder. Ciao, JBB. Oh, okay, das war eine fiese, das waren generell fiese letzte Lines, vor allem mit dem Ciao JBB jetzt nochmal und auch nochmal, du bist hier dem Haus hoch überlegen, aber fliegst zum dritten Mal in der ersten Runde raus. Es gab auf jeden Fall viele solide Lines, keine Line, wo ich jetzt sage, okay, das hat ultimativ zerfickt, aber auch keine absolute Absturzline. Also es war durchgängig auf einem soliden Niveau, musikalisch richtig gut und chillig, kann man sich gut geben, finde ich gut. Ich hätte jetzt sogar eigentlich noch mit einem Drino-Feature gerechnet, kam jetzt doch nicht, der war nur im Video dabei. Aber so oder so, durchgängig, eine wirklich zufriedenstellende Runde. Kommen wir jetzt als nächstes mal zu Jana Khan. Ich bin gespannt, da muss jetzt reinhauen, um dagegen anzukommen. Das Video von Zepter fand ich by the way auch gut, habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Fand ich cool mit diesen bestimmten Farbstilistiken immer. Du fickst mich niemals, Nigga. Das Video sieht aber jetzt schon mal auf den ersten Blick hochwertiger aus als das von Zepter. Um dich zu ficken, brauch ich nur auf ein paar Aufnahmespuren flown, Digga. Du bist ein richtiger Ausnahmehurensohn. Hättest du mal lieber. Na, da habe ich den Reim jetzt richtig kommen sehen. Das war genau dieses Hymatic-Syndrom, wie damals wusstest du denn schon auf Hurensohn. Und das war jetzt auch wieder irgendwie. Ich wusste genau, dass jetzt Hurensohn kommt. Ja, Jana Khan. Auf deine Drecksmam gehört, die ist wie Melanie Müller, hier wird ihr Zepter zerstört. Ey, yo, Jeff, ich seh dir an, dass du ein Außenseiter bist. Ein paar Lines über dein Leben, denn ich brauche weiter nichts, um dich zu dissen, ey. Und während dich ein Haufen Weiber fickt, bist du zu Hause, wo du dir dann ohne Pause einwickst. Du bist stolz drauf, dass du in der nationalen Presse warst, die letztes Jahr laut deinem Post noch asozial und dreckig war. Du bist jetzt am Arsch, denn der Kenneck ist in Topform. Deine Punchlines haben die Härte eines Softporn. Wir machen Distracks, auch mein Content ist besser. Dein Face ist mehr zum Lachen als deine Songtexte. Zepter, nur ein lächerlicher Bauer mit einer besserwisser Aura. Besser häng dich mal auf wie linken Pucks Frontsänger Chester. Ja, also das Video sieht echt hochwertig aus. Das ist auf jeden Fall nochmal dem vom Zepter ein bisschen überlegen. Der Flow ist auch gut und sehr durchgängig, schön im Takt. Kann man bringen, jetzt kommt scheinbar die Hook. Auf deine Vergangenheit ja gar nicht zu studieren. Schlimmer als eine Hure, kriegst du dick in sämtlichen Turnieren. Ist schon peinlich, wenn solche Bilder im Internet kursieren. Heute schlüpfst du in Figuren, um die Wahrheit zu kaschieren. Ich brauch deine Vergangenheit ja gar nicht zu studieren. Schlimmer als eine Hure, kriegst du dick in sämtlichen Turnieren. Ist schon peinlich, wenn solche Bilder im Internet kursieren. Heute schlüpfst du in Figuren, um die Wahrheit zu kaschieren. Du bist. Das, was er da sagt, hat sogar ein bisschen Sinn, wenn man recherchiert hat, aber die meisten Zuschauer recherchieren natürlich nicht und deswegen finde ich es ein bisschen unsinnig, dass er das so ohne weiteres sagt. Weil gerade das mit den Figuren, das Rezept hat ja öfter vorgeworfen, dass er früher immer Deprimucke gemacht hat, generell schon sehr viel gemacht hat und auf einmal so auf Ironie geht, aber Jana Khan geht halt gar nicht drauf ein. Aber vielleicht im zweiten Part, ich weiß es nicht, mal gucken. Aber Hook war okay. Darum reicht bei deinem Umfang eine Drohne nicht. Ein fetter Hurensohn, der kiloweise Mascarpone frisst. Besser hätte dich dein Dad damals in ein Kondom gewichst. Oder deine Mom, wie ich sie gestern in den Po gefickt. Du bist ein echt harter Rocker, aber warum reimt sich Zepter, Chef Rossler auf sehr krasses Opfer? Besser mach mit der Karriere. Die Reimlines müssen aufhören. Schluss, weil du um anzukommen Parodien rappen musst, wie Caroline Gebekus. Ich sorg dafür, dass dich bald keiner mehr kennt. Was für Battle-Rapper, du bist nur ein Eisbrecher-Fan. Weil du in deiner Quali so viel vom Schwanz gestammelt hast, liegt es nah, dass du deinem Idol nicht nur die Hand gehalten hast, sondern den Stamm über dem ganz warmen Sack geblasen hast, bis es spritzte, als ob ein Beutel Kaffeesahne platzt. Und eines hab ich nicht gerafft, hat deine Mama angeschafft oder wer hat dir Fotze den Dreh vom Paschas klar gemacht? Ich brauch deine Vergangenheit ja gar nicht zu studieren, schlimmer als.
Hier fehlen mir so ein bisschen echt die Lines. Er labert halt ein bisschen viel rum und vielleicht kann es sogar sein, dass das alles auch zutrifft, aber ein normaler Durchschnittszuschauer, der sich jetzt nicht krass mit Zepter befasst hat, der hat einfach keine Ahnung, worüber Jonathan da teilweise labert. Das ist so das größte Problem, glaube ich, gerade. Nur Hure kriegst und dick in sämtlichen Turnieren. Ist schon peinlich, wenn solche Bilder im Internet kursieren. Heute schlüpfst du in Figuren, um die Wahrheit zu kaschieren. Ich brauch deine Vergangenheit ja gar nicht zu studieren. Schlimmer als nur Hure kriegst und dick in sämtlichen Turnieren. Ist schon peinlich, wenn solche Bilder im Internet kursieren. Heute schlüpfst du in Figuren, um die Wahrheit zu kaschieren. Du brauchst eine schusssichere Weste und ein paar Frustzigaretten. Jeder kann seinen Schwanz in deinem Mann 550er stecken. Glaub mir, nach dem Battle kannst du deinen Ruf nicht mehr retten. Ich bin wieder über deiner Mom wie Puffzimmerdecken. Was ist Songtext? Da leck mal meinen Penis wie ein Longpaper. Du bist ein Cocklecker wie John Webber. Du hast fett. Ja, jetzt kommen hier gerade zwar Lines, die man bringen kann, aber halt ohne Gegnerbezug, leider. Wenn du es könntest, Kind den Kiefer brechen. Schön, mein Cock ist so groß, wenn deine Mama blut, dann kann die Honey widersprechen. Glaub mir. Oh, ja, okay, gut. Das war eine kleine Konterline gegen eine Line von Zepter in seiner Quali. Das kann man bringen. Wenn ich dir Pussy-Schläge gebe, dann wird der Boden rot gefärbt wie die Tapeten deiner Mama. Hör zu, wie ich dich in Stücke ficke. Ey, yo, YouTuber werden zu Rappern, aber Zepter wird zur Küchenhilfe. Cool. Und warum gibt's von dir Opfer nur Spasti-Bilder? Du siehst aus wie ein Mix zwischen Harry Potter und Justin Bieber. Und diese Olle hat... Wieso denn Justin Bieber? Habe ich was verpasst? Also ich kenne mich jetzt nicht so krass aus, aber... Okay. Mehr Löcher als ein Golfplatz. Props gehen raus an jeden, der Jeff Rossler gemobbt hat. Und echt kein Plan, was deine Hurenmutter denkt. Doch ihre Posts sind peinlicher als dieser Luxemburger Slang. Wenn ich im Puff die Note bang, dann kriegst du Bastard wieder Taschengeld. Die Patschepan so hart, dass sogar Neo seine Maske fällt. Dass sogar Neo seine Maske fällt? Dann kriegst du Bastard wieder Taschengeld. Die Patschepan so hart, dass sogar Neo seine Maske fällt. Ach ja, ja, okay, gut, Neo, seine Maske fällt, ja, okay, gut. Aber generell, ich weiß nicht, grammatikalisch klang das teilweise ein bisschen sehr zurechtgerückt, aber ich glaube jetzt keine ultimativen Fehler, aber ich habe auch nicht genau jede Line verstanden. Das werde ich dann wahrscheinlich erst bei der Analyse merken, das wird sich dann zeigen. Das Video von Jonathan war auf jeden Fall besser als das von Zepter, das kann man sagen. Der Flow war gut, war der bei Zepter aber auch. Punchlines waren bei Zepter, würde ich jetzt auf dem ersten Eindruck zumindest sagen, besser bei Zepter. Kann aber wie gesagt sein, dass ich das bei der Analyse nochmal korrigieren könnte. Hier waren halt teilweise einfach Lines, wo man sich dachte, worüber redet der gerade? Das gab es bei Zepter jetzt nicht so oft. Entertainment sehe ich jetzt auch eher bei Zepter mehr, weil Jonathan hätte an sich was bringen können, zum Beispiel, dass er irgendwas ironisch verpackt, weil bei Jonathan in der Lage gibt es halt einfach so viel Ironie, die man bringen kann, zum Beispiel halt irgendwas mit Neo, das gab es jetzt am Ende, okay. Aber zum Beispiel auch, dass er jetzt das dritte Mal in Folge verlieren würde in der ersten Runde, wenn er denn gegen Zepter verliert. Aber der geht halt irgendwie auf nichts ein, der battelt so, als wäre nichts und irgendwie ist das ein bisschen ermüdend bei Jonathan. Aber das ist halt auch eher subjektiv. Musikalisch war Jonathan jetzt auch nicht schlecht, aber da finde ich auch Zepter deutlich chilliger und angenehmer an den Ohren. Aber auch das ist halt subjektiv. Aber gut, Leute, wie fandet ihr die beiden Kandidaten und beziehungsweise wen seht ihr denn vorne? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, die Analyse gibt es dann die Tage. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!